Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video wird es mal wieder eine Bildbearbeitung geben, und zwar mit Radiant Photo und Lightroom. Also von daher gehen wir mal runter auf den Desktop und suchen uns mal drei Bilder raus. Ja, ich habe das Video schon vorher gemacht, aber logischerweise vergessen auf Aufnahme zu drücken. Von daher werden wir das jetzt natürlich nochmal machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon abgespeichert hatte. Gute Frage, nächste Frage. Da schaue ich noch mal kurz rein, bevor ich da jetzt... wo habe ich das hier? Schreibtisch. Ist schon gespeichert. Okay. Gut, dann suchen wir uns hier mal drei Bilder raus. Gucken, ob da ein schönes, passendes dabei ist. Das sieht doch ganz gut aus. Von daher werden wir hiermit beginnen. So, Linearprofil und dann bearbeiten in Radiant Photo. Also normalerweise solltet ihr vorher, wenn ihr hohes ISO-Rauschen in den Bildern habt, natürlich das Entrauschen vorab absolvieren, um halt... nicht noch stärker das Rauschen in den Vordergrund zu setzen. Aber sag mal, mit 4000 ISO ist das alles noch gar kein Problem, da die Noise AI da schon einen relativ guten Job macht. Ja, aber ich würde es euch halt vorher raten, ja, das machen wir dann gleich bei dem nächsten Bild auch so. Ich bin jetzt halt so im Fluss drin, dass das halt jetzt so läuft. Aber wie ihr seht, das Ergebnis kann sich auch so sehen lassen. So, damit wäre das Bild eigentlich schon fertig. Wir können das direkt exportieren. So, und suchen uns dann das nächste Bild mal raus. Ja, das sieht eigentlich auch schon nicht schlecht aus. Ja, da habe ich natürlich auch das Eichhörnchen mal gefilmt. Da wollte das Eichhörnchen sich das erstmal genauer anschauen. Das sieht ganz gut aus. Nicht ganz so scharf. Also wie gesagt, wir haben hier 6400 ISO. Wir arbeiten in Denoise. So, das Rauschen ist weg. Wie gesagt, alles auf Standard. So, und als nächstes schicken wir das dann nach Radiant Photo. Hatte ich eigentlich Linearprofil eingestellt? Habe ich nicht. Naja, ist egal. Nicht ganz so tragisch. Jetzt macht er wieder vorher, nachher. Also vorher, nachher. Das sieht schon richtig gut aus, was er da macht. Also ich finde das Programm gar nicht so verkehrt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, schauen wir mal, wie die Schärfe hier aussieht. Ganz so scharf ist es nicht. Also hier vorne ist die Schärfe. Auge ist auch noch gerade so drin. Aber denke mal, es ist in Ordnung so. Hier wie vorher. Und dann noch ein drittes Bild. Was nehmen wir denn da? Ja, das sieht gut aus. Das ist auch schön scharf. Also nochmal. Ja, Profil. Dann Entrauschen. ISO 8000. Und dann schauen wir mal,
wie jetzt dann das Ergebnis aussieht mit Gradient Photo. Ja, schicken wir mal zurück nach Lightroom. Dann schauen wir uns das Ergebnis mal ein bisschen genauer an. Ja, wie man sieht, ist auch schon wieder da. Also ist das doch keine gute Idee. Zuerst nach die neu schicken. Das muss er nämlich leider nochmal da durchschicken. Und jetzt sieht es besser aus. Also Kommando zurück. Erstmal vorab die Bearbeitung machen und entrauschen. Dann nach Radiant Photo. Ja, das waren jetzt drei Bilder. Eine relativ kurze Bearbeitung und sage ich mal nicht so detailliert. Seht mir nach. Zeitlich habe ich das halt die Woche alles nicht so richtig geschafft. Und bin jetzt auch ziemlich knapp, weil um 18 Uhr soll ja das Video online kommen. Muss noch geschnitten werden, hochgeladen und dann von YouTube bearbeitet. Von daher ist das halt alles ein bisschen sehr knapp. Nächste Woche wird es dann wieder ein normales Video geben. Worum es da genau gehen wird, schaue ich mal. Aber ich denke mal, es könnte mal wieder ein TK8 Plugin-Video werden. Also von daher, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bye bye und ciao. Thank you.